Hallo und willkommen zu diesem Video zum Thema Vektoren. Es wird darum gehen, wie sind Vektoren mathematisch definiert und was sind ihre wichtigsten Eigenschaften und die wichtigsten Rechenregeln. Und Vektoren klingt dabei vielleicht zunächst mal sehr abstrakt. Das Einzige, worum es dabei geht, ist, dass wir nicht nur eine Zahl alleine irgendwo hinschreiben wollen, sondern mehrere Zahlen in einem eben sogenannten Vektor kombinieren wollen. Und hier haben wir zwei Spaltenvektoren einmal hingeschrieben, a und b. Und a besteht aus den beiden Anträgen minus 1 und 2 und b besteht aus den Einträgen 5, minus 2 und 7. Und zunächst einmal hat das wenig Vorteil gegenüber dem, dass ich sagen würde, ich habe ein a1 und ein a2 mit den Werten minus 1 und 2, beziehungsweise ein b1 gleich 5, ein b2 gleich minus 2 und ein b3 gleich 7. Der wesentliche Vorteil ist, dass ich mir etwas Schreibarbeit erspare. Ich kombiniere eben all diese Zahlen in einem Vektor, der dann nur mehr einen Namen hat. Deshalb schreiben wir den dann häufig auch fett. Also viele Lehrbücher machen das auch so, dass man die Namen von Vektoren fett schreibt. Und dann kann ich mit diesen Vektoren hinterher auch weiterrechnen und muss das nicht immer Element für Element machen, sondern kann das gleich für den gesamten Vektor machen. Ja, ich kann mir also vorstellen, also um kurz anzudeuten, wofür man das in den Wirtschaftswissenschaften brauchen könnte. Wenn ich zum Beispiel irgendein Gut produzieren möchte und dafür brauche ich mehrere Inputs, also stellen wir uns vor, wir produzieren Handyhüllen und dann brauche ich um eine Handyhülle zu produzieren, brauche ich mal eine gewisse Menge an Kunstleder, an Garn, an Maschinenzeit, um das Ganze zusammenzubringen. Und dann wäre also der Bedarf, den ich habe, die Menge an Kunstleder, die Menge an Garn und die Menge an Maschinenzeit, das wären also drei Mengen, die ich als Input bräuchte. Und jede dieser Mengen wäre dann mit Kosten verbunden. Also was kostet mich ein Meter Garn oder eine Spule Garn? Was kostet mich eine Minute auf der Maschine, um das Ganze zusammenzunähen? Und deshalb wären auch meine Kosten, wären dann Kosten für alle drei Komponenten, für Kunst, Leder, Garn und Maschinenzeit. Also ich hätte dann Inputmengen und Kosten und sowohl die Mengen als auch die Kosten wären dann Vektoren mit drei Elementen. Und damit ich das nicht jedes Mal alles drei aufzählen muss, schreibe ich das in einen Vektor zusammen und kann dann gleich mit diesem einen Vektor weiterrechnen. Werden wir dann in nachfolgenden Videos noch sehen, dass das nützlich ist. Für den Augenblick nehmen wir das hier einmal hin. Und von der Schreibweise her schreibt man meistens Vektoren als Spaltenvektoren, gibt auch manche Gelegenheiten, wo wir dann Zeilenvektoren gut gebrauchen können. Und dann schreibt man die Zahlen einfach nebeneinander in die gleiche Zeile, anstatt sie übereinander in die gleiche Spalte zu schreiben. Und dann brauchen wir jetzt, wenn wir so einen Vektor mal definiert haben, möchten wir mit dem eben auch weiterrechnen, um dann Kosten und Mengen zum Beispiel miteinander zusammenzubringen. Und da fangen wir mit unseren Grundrechenregeln an, möchten mal Summe und Differenz von Vektoren ausrechnen können. Und das machen wir einfach komponentenweise, Element für Element. Und genauso, wenn ich die Multiplikation eines Vektors mit einer einzelnen Zahl, zu dieser einzelnen Zahl sagt man dann auch Skalar, bilde, auch das wird komponentenweise gemacht. Schauen wir uns das einmal in einem konkreten Beispiel an. Wir haben hier drei Vektoren stehen, alle Vektoren haben die Länge 4 und dann sollen wir einmal die Summe bilden, a plus b, und dann sollen wir das Produkt bilden, 3 mal c. 3 ist dabei ein Skalar, ein einzelner Wert, und c ist eben auch ein Vektor mit 4 Elementen. Machen wir das einmal hier, das ist ganz einfach. Denn was wir tun, ist das einfach komponentenweise zu machen. A plus B mache ich 1 plus 8 ist 9, minus 5 plus 0 ist minus 5, 7 minus 4 ist 3, 2 plus 1 ist auch 3 und dann bin ich fertig. Und
Klar, hätte ich das auch als a1 plus b1 und a2 plus b2 und so weiter und so fort schreiben können. Es ist einfach kürzer, hier nur sagen zu müssen, a plus b ist gleich 9 minus 5, 3, 3. Ja? Und wer schon mal eine Tabellenkalkulation verwendet hat, Excel zum Beispiel oder ein anderes Office-System, da habe ich eben häufig auch Zahlenwerte in Spalten stehen und kann direkt die Summe von zwei Spalten bilden und das wird dann eben auch Element für Element gemacht. Gut, a plus b haben wir ausgerechnet. Jetzt wollen wir noch 3 mal c ausrechnen. Und wenn das, was ich da vorne dran multipliziere, ein einzelner Wert ist, multipliziere ich den an jeden Eintrag dran. Also 3 mal minus 3 sind minus 9, 3 mal 2 sind 6, 3 mal 4 sind 12 und 3 mal 0 bleiben 0. Und dann habe ich auch damit meinen Vektor 3 mal c ausgerechnet. Haben wir hier auf der nächsten Folie auch explizit nochmal hingeschrieben. Dann, um zu stützen, wie man sich das vorstellen kann, sonst noch diese Addition von zwei Vektoren, ist es manchmal günstig, sich das geometrisch vorzustellen. Das ist in den Wirtschaftswissenschaften zwar nicht immer relevant, kann aber manchmal hilfreich sein. Und deshalb machen wir das hier auch noch anhand von solchen Schaubildern. Wir nehmen uns hier wieder zwei Vektoren a und b her. Dieses Mal sind die Vektoren nur zweidimensional. Kommen also aus dem R hoch 2. Ich habe einmal meine Achse für das erste Element und die Achse für das zweite Element. Und mein erster Vektor 2, 3 kann ich dann in diesem Koordinatensystem auch eintragen. Der liegt dann also hier bei 2 auf der ersten Achse und 3 auf der zweiten Achse. Das ist also mein Vektor A und mein Vektor B hat die Koordinaten 4 und 1. Und das ist also mein Vektor B. Trage ich das also hier auf den Folien auch nochmal schön ein. Und um die beiden dann zusammen zu addieren, bekomme ich heraus, das kann ich ja auch gleich mal machen, a plus b ist gleich, 2 plus 4 ist 6, 3 plus 1 ist 4. Schaut dann so aus. Bekomme ich also 6 und 4. Das ist dann also mein Vektor a plus b. Und wenn ich mir das so darstelle, ist das vielleicht zunächst mal nicht besonders intuitiv, warum a plus b da hinten rauskommt. Aber da ist es günstig, sich diesen Vektor nicht als einzelnen Punkt, sondern als einen sogenannten Richtungsvektor vorzustellen. Einen Pfeil, der vom Ursprung zum Punkt a bzw. b geht. Malen wir das auch nochmal schön auf die Folie. Und jetzt können wir dann auch noch den Richtungsvektor zu unserem Punkt a plus b dazu malen, nämlich den Punkt 6, 4. Und dann sehen wir, da wird ein Parallelogramm aufgespannt, wo wir einfach zunächst mal den Richtungspfeil von a laufen und dann können wir diesen Pfeil hier nehmen und können den sozusagen parallel hier oben hin verschieben und haben dann hier unseren Richtungspfeil für b. Wir laufen also zunächst die Strecke a und dann hängen wir dran die Strecke b und kommen dann bei unserem Punkt a plus b heraus. Das gleiche könnten wir auch umgekehrt machen. Wir rennen zuerst die Strecke b entlang und dann haben wir unseren Richtungspfeil von a halt hier parallel verschoben auf den Startpunkt von b und kommen dann auch bei a plus b an. Und so sehen wir, dass wir also auch dieses Aufeinanderaddieren von zwei Vektoren geometrisch ausnutzen können und interpretieren können. Genauso ist auch die Skalarmultiplikation, die Multiplikation mit einem einzelnen Wert, geometrisch interpretierbar. Habe hier zunächst mal den Punkt 2, 1 eingemalt als einzelnen Punkt. Dann kann ich auch den wieder als Richtungsvektor malen und dann kann ich diesen Vektor zum Beispiel mit 1,5 multiplizieren. Erhalte dann diesen verlängerten Richtungsvektor oder ich könnte ihn auch mit minus 1,5 multiplizieren. Dann bekomme ich einen verlängerten Vektor in die gegenüberliegende Richtung. Spiegel den also noch durch den Punkt 0 durch.
Und so kann ich also diese Skalarmultiplikation entweder als Streckung oder Stauchung oder Spiegelung eines einzelnen Richtungsvektors interpretieren. Das ist auch hier auf der Folie nochmal entsprechend festgehalten. Unsere Grundrechenregeln zum Addieren, Subtrahieren und Skalarmultiplizieren von Vektoren können wir jetzt auch einsetzen, um schon einfache Vektorgleichungen aufzulösen. Hier haben wir also folgende Musteraufgabe. Mit den Angaben vom vorigen Beispiel sollen wir einen Vektor x bestimmen, sodass er diese Gleichung erfüllt. 3 mal a plus 5 mal x gleich b. Und da wir hier eben nur Summen stehen haben und skalare Multiplikationen, können wir damit rechnen, im Prinzip wie im Eindimensionalen. A, x und b sind zwar, wie im vorigen Beispiel, Vektoren der Länge 4, aber das merke ich gar nicht, solange wie ich nur diese Gleichung versuche umzuformen. Machen wir das einmal und lösen die nach x auf. Haben wir einfach die Gleichung nochmal hingeschrieben und dann ziehen wir auf beiden Seiten minus 3a ab. Weil ich das nur komponentenweise mache, funktioniert das genau so, wie wir das aus dem Eindimensionalen gewohnt sind, wie beim Rechnen mit einzelnen Zahlen. Wenn wir links 3a abziehen, bleiben nur noch 5x übrig und rechts bekommen wir 5 minus 3a. Und dann müssen wir noch mit ein Fünftel multiplizieren. Und da haben wir ein Fünftel mal 5 ist 1, haben wir 1 mal x. Und rechts haben wir stehen ein Fünftel mal b minus 3 mal a. Und jetzt müssen wir also nur diesen Vektor der Länge 4 für b und den Vektor der Länge 4 für a einsetzen, das ausrechnen und mit ein Fünftel multiplizieren. Machen wir das einmal. Das b sah so aus, a sah so aus. Und dann können wir jetzt also rechnen. Erste Komponente 8 minus 3 mal 1 ist 5 mal ein Fünftel ist 1. 0 minus 3 mal minus 5 ist 0 plus 15 mal ein Fünftel ist 3. Dann habe ich minus 4 minus 3 mal 7. 3 mal 7 sind 21. Oder minus 21, dann minus 4 sind minus 25 durch 5 sind minus 5. Und dann haben wir noch 1 minus 3 mal 2 ist 1 minus 6 ist minus 5 geteilt durch 5 ist minus 1. Und damit haben wir dann diesen Vektor ausgerechnet. Auch hier sehen wir, warum diese Vektorschreibweise vielleicht etwas Nützliches für uns sein kann. Beim Auflösen der Gleichung, dem eigentlich schwierigeren Schritt, betrifft es uns gar nicht, dass wir hier mit Vektoren rechnen. Das können wir ganz genauso machen, wie wir es gewohnt sind. Es ist dann nur aufwendiger, dauert länger, diese Rechnungen alle durchzuführen, weil wir das hier von Hand Schritt für Schritt machen. Aber später überlässt man das natürlich einem Computerprogramm, eben beispielsweise einer Tabellenkalkulation, und die hat das sofort ausgerechnet. Das heißt, ich muss gar nicht viel neu darüber nachdenken, um diese Lösung hier zu bekommen. Dann zum Abschluss noch eine Definition, weil wir eben häufig mit sowas rechnen wie 3 mal a plus 5 mal b und a und b sind Vektoren. Da führen wir hier noch eine neue Sprechweise ein, die sogenannte Linearkombination. Das habe ich immer dann vorliegen, wenn ich mehrere Vektoren habe, die alle die gleiche Länge haben und ich die dann in so einer gewichteten Summe zusammenfasse. Ja, hier sind die Gewichte Gamma 1 mal der erste Vektor plus Gamma 2 mal der zweite Vektor und so weiter und so fort. Und die Gewichte sind eben Skalare, einzelne Zahlen. Und dann nennt man das, was da rauskommt, eine Linearkombination. Haben wir in der Aufgabe vorher ja schon mit gerechnet, ist nichts Schwieriges, ist also nur ein neuer Begriff, der hier eingeführt und in nachfolgenden Videos noch verwendet wird.